Ja, und dass ich dann nämlich auch bis dahin vielleicht schon die Sachen weiter ausgebaut habe. Will heißen, dass ich da bis dahin vielleicht schon die verschiedenen Spawn-Etagen reingehauen habe. Wäre ja ganz cool. Ich höre irgendwo im Hintergrund wieder einen leichten Gast. Bisher konnten sie uns ja nicht so viel anhaben. Und jetzt, da wir ja langsam dabei sind, dass das Ganze wirklich Form annimmt und sicherer wird, weil ich dann nochmal Geistesabwesen irgendwo zur Seite hin rauslaufen kann, ohne Angst haben zu müssen, dass ich da reinfalle, wird das Ganze auch sicherlich einfacher. Vielleicht, wenn wir dann durch die Hölle und sowas gehen, dass wir dann vielleicht ein paar Cobbles mit dem immer wieder einen 64er-Stack verbraten. So etwas könnte ich mir dann vorstellen, falls wir immer mal wieder hier hin müssen. Ja, diese letzten Folgen waren alle insgesamt, ich weiß nicht, die letzten, wenn ich mal grob überschätzen, auf 10, 15 Folgen sind wir ja nur in der Hölle gewesen. Aber ihr müsst, ja, das in Relation sehen, die ganzen anderen 150 Folgen waren wir nicht in der Hölle. Also 130, 140, irgendwie sowas. Was ich dann doch mal wieder als kleine Relation sehen würde und daher denken würde, das wäre doch eigentlich super, dass wir dann jetzt mal ein bisschen mehr Zeit in der Hölle verbringen. Das ist doch voll langweilig. So, wenn ich da keine, die nicht weghauen muss, kann ich jetzt einfach mal da so ein Gedöns hin. Oder ein bisschen alter, unsere alte Magma-Ice-Cream. Und da spawnt da gerade eben ein Schweinewert. Jetzt mal so langsam dürfen wir auch angekommen sein, oder? Ja, so langsam dürften wir auch angekommen sein. Danke. Heilig! Da unten ist noch so ein alter Magma-Slime. Ice Cream. Ice Cream mit Magma-Geschmack. Ach, und in Version 1.3 muss ich ja mein Language Pack wieder aktualisieren. Das ist aber kein Problem. Das dauert nicht lange. So, dann haben wir das mal bis hierhin befestigt. So. Allerdings fällt ja auch noch dieser Übergang hier. Und das waren unsere letzten 4 Cobblestones. Hurra! Was so viel heißen will, wie wir müssen uns wieder neue Cobblestones holen. Und hopp. Hans Zimmer, hau rein. Broken Arrow weiß ich auch. Hast du sonst noch irgendwelche Informationen für mich? Ja, Hans Zimmer Broken Arrow, das ist toll. Einen wichtigen Kram, also ist den Namen des Liedes, den sehe ich dann nicht mehr, weil ich das immer noch nicht geändert habe. Ja. Hurra. So, das muss ich unbedingt jetzt erstmal weghauen, ansonsten springe ich nämlich immer und immer und immer wieder rein. Ja, so, dann hätten wir eben das hier mal. Da müsste ich auch nochmal ein paar Treppen. Also, ich glaube, ich werde mir dann da drüben nochmal wieder ein 64er-Stacks Treppen machen. Allerdings die Sachen an der Monsterfalle nicht ausbessern. Nein. Mich nebenbei am Auge kratzen und ja, mir mein Auge rauskratzen, ist doch klar. Und dabei überlegen. Blablabla, blablabla. So, jetzt geht's wieder raus aus der Hölle. Leaving the Leaper. Und von unserem alten Hundebegrüßungskomitee. Ich höre hier einen Enderman. Ja, solange es hier unten nicht wieder ein Creeper entgegenkommt, ist alles okay. Draußen ist wahrscheinlich wieder finsterste Nacht. Spinne. So. Tada. Pam! Und so sind wir tot. Ich hoffe ja mal nicht, dass wir diese ganzen Cobblestones und so brauchen. Aber sicher ist sicher. Oh, wir haben hier noch ein paar. Ja, armes Hündlein. Nerv mich nicht. Warte mal.
Es ist schon wieder Nacht. Wir schliefen ja in der Zwischenzeit einmal ganz kurz. Haben unseren Spawnpunkt wieder hierher verlegt, weil es auch so viel bringt, dass wir hier spawnen und besterben. Gut, es ist kein Creeper da. Und wir begeben uns wieder in die Hölle und gucken währenddessen auf ein bisschen Kies. Und weiter geht's hier in diesem wunderbaren, tollen, sehr, sehr spannenden Let's Play mit dieser wunderbaren, tollen und sehr, sehr spannenden Aufnahme. Ja, schön wär's. Naja, aber ich sag's ja immer wieder, solche Sachen müssen gemacht werden, dass wir die Hölle ein bisschen weiter ausgebaut haben und uns halbwegs sicher darin bewegen können. Ist ja gut, wir haben uns keine... Hab ich. So, mach ich mal wieder, verwusste ich mal wieder einen 64er Stack dafür. Handwerk, Inventar. So, 40 Stück habe ich davon, aber hier sind eher andere Sachen gefragt. Hier bräuchte ich eher Half Slabs. Naja, egal. Ich lache auf die Mann nichts mehr. Du hast keine Chance gegen uns. Und noch mehr Gasblut. Bei Erfahrung war das ja nicht wirklich viel. Drei kleine Kügelchen. Naja, egal. Die sind natürlich über alles an Erfahrung froh, was wir kriegen können. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Haha! Ein präziser Schuss hat ihn sofort ausgeschaltet. Und unseren Weg in Flammen gesetzt. Wie gut, dass wir doch einen Cobblestone-Weg haben, der nicht in Flammen da ist. Haben wir, also dann bauen wir uns hier mal ganz schnell rüber. Und hätten das auch. Da ist gerade. Da, von da oben ist gerade so ein altes Schwein runtergefallen. Und das fiel selbst mir auf. Und ich konnte sogar dabei ernst bleiben. Weil es mich an irgendeinen Idioten erinnert. Und deswegen weine ich da meistens um diese Leute, wie so etwas lebensfähig sein kann. Ja, ich werde das nochmal ganz, ganz bisschen weiterziehen, dass das dann ein ordentliches Ende hat. So. Sehr ordentlich. Zack. Haben wir das hier soweit gesichert? Das heißt, wir müssten uns jetzt eigentlich ohne Probleme von hier zur Kolonie bewegen können. Was ja schon mal ein wichtiger Punkt ist. Schweinebärt, geh weg. Ja, wir können uns bisher frei und sicher bewegen. Ich muss gar nicht darauf achten, was hier passiert. Weil ich dann manchmal auch gegen so eine alte Wand laufen kann. Vielleicht werde ich hier so diese Treppenbefestigung ein bisschen anders aufbauen. Ich werde nämlich hier noch überall einen draufsetzen. Ja, ich setze noch einen drauf. An der Langeweile. Auf die Langeweile. Langeweile hoch 2. Aber das geht ja relativ schnell, wenn ich mich nicht wieder verklicken würde. Hey Alter, ich muss das auch mal voll verklickern, Alter. Hey Alter. Ich bin so cool, weil ich die ganze Zeit Alter sage, Alter. Oh, es sind 2. Kia. Knapp daneben ist auch vorbei. Ich wollte übrigens gerade Tja sagen. Hab's dann aber irgendwie verkackt.
Autsch. Nein, doch nicht. Na komm schon. So, dass ich diese Wände ein ganz, ganz bisschen sicher...